Habe ich super gemacht. So habe ich super gemacht, finde ich. Ein bisschen Chili. Nee, du meinst Grünkohl. Grünkohl oder Tempe. Nein. Jetzt wird's höher. Legen wir eine Minze ran. Und liebe Leute, wenn ihr nicht sagt, das ist Weihnachten. Hallo zusammen, mein Name ist Timo Hillepant, das ist Christian Weber und wir sind Y Stuttgart. Wir wollen ganz viel pflanzliche Küche nächstes Jahr nach Stuttgart bringen und bereiten jetzt schon mal vor und deswegen zaubern wir euch heute ein etwas anderes Weihnachtsmenü und der Christian kann mal kurz vorstellen, was es heute so gibt. Genau, von uns gibt es heute einen Vorschlag, was ihr an Weihnachten so machen könnt, im Gegensatz zu dem, was ihr sonst immer so gemacht habt. Wir machen heute ein Weihnachtsmenü in drei Gängen. Als Vorspeise gibt es bei uns eine Polenta, aber nicht aus Grieß gekocht, sondern aus frischem Mais. Wer den frischen Mais nicht mehr bekommt, weil er keine Saison mehr hat, kann Tiefkühlmais nehmen. Da kochen wir eine Polenta draus. Dazu gibt es so ein bisschen Grünkohl. Der Grünkohl geht einfach in den Ofen, wird ein bisschen knusprig. Ein paar Mandeln dazu und ein bisschen Granatapfel. Als zweites gibt es Linsen, weil Linsen einfach für die Region stehen und Linsen wahnsinnig gesund sind. Die gibt es ein bisschen pfiffiger. Wir machen Austernpilze mit Linsen in so einer Balsamico-Soße, aber alles in einem Topf gemacht. Dazu gibt es ein Kartoffelpüree, nicht ganz klassisch, weil das Kartoffelpüree hat diese Knolle mit drin. Was das ist, verraten wir nachher. Das Kartoffelpüree dazu und obendrauf gibt es Tempeh, den hatte Timo an der linken Seite stehen. Tempeh ist so ein, sag ich mal, auch jahrtausende altes Lebensmittel, aber ganz, ganz spannend. Genau, und als Nachtisch machen wir einen Klassiker, sag ich mal, aus meiner Küche. Wir machen Buchteln. Buchteln sind gefüllte Hefeteigklöße, die dann im Ofen schön aufgehen. Die kriegen eine Füllung aus uns Nougat-Creme rein. Wir machen ein bisschen Mango dazu und servieren ein selbst gekauftes Eis dazu. Christian, erzähl mal, mit was fangen wir an? Wir starten dann mit dem Hefeteig fürs Dessert. Der muss ja ein bisschen gehen, der dauert am längsten. Wir nehmen irgendeine Pflanzenmilch oder Pflanzendrink. In dem Fall habe ich jetzt Mandelmilch genommen. Wir werden den lauwarm machen. Lauwarm heißt immer so, dass der Finger reingeht und man spürt so ein bisschen Wärme, aber nicht zu warm. Wir nehmen dann einen ganzen Würfel Hefe, bröckeln den so rein, verrühren das und geben dann so einen Löffel Zucker dazu, von dem Zucker, den wir später eh verwenden werden. Das hat ganz einfach den Effekt, dass die Hefe sich von dem Zucker schon so ein bisschen ernähren kann und schon ein bisschen arbeiten kann. Das heißt, die wird da reingebröckelt. Wird verrührt, kommt ein bisschen Zucker dazu und dann bleibt es 10 Minuten stehen und dann machen wir unseren Teig daraus. Und dann wird es einfach aufgelöst und darf 10 Minuten schon stehen, dann kann sich die Hefe schon mal ein bisschen entfalten. Währenddessen wird sich Timo schon einen Teil im Hauptgang widmen. Also wir werden heute so ein paar Sachen parallel machen, damit man auch sieht, wie man es zu Hause machen will. Und zwar den Tempeh tue ich einlegen. Ich habe hier Zwiebelpulver, Paprika, Salz in eine Barbecue-Soße. Dann haben wir Ahornsirup und Sojasauce. Zusätzlich kommt noch ein bisschen eine halbe Zitrone Flüssigkeit rein. Wird schön verrührt. Und dann hat mir Christian gesagt, ich soll hier den Tempeh ganz fein, ja, ihr seht schon, es ist schräg geschnitten, damit es auch richtig cool aussieht. Ich hoffe, ich schneide den Finger direkt. Ist das okay, Chef? Das ist okay, so wie du es machst. Es geht einfach darum, dass man später schöne Scheiben hat, die man auch mit Kartoffelpüree und den Linsen drapieren kann. Okay. Während Timo den Tempeh schneidet, für euch alle kurz. Tempeh vom Prinzip her ist fermentierte Sojabohnen. Das heißt, das ist so ein Klassiker aus der indonesischen Küche. Sojabohnen werden gekocht, wieder abgekühlt und danach werden die Sojabohnen mit einem Pilz geimpft. Diese Pilze wächst innerhalb von 1 bis 2 Tagen um den Soja drumherum und schließt die Nährstoffe in dem Soja schon auf. Das heißt, es hält durch diesen Pilz zusammen. Und es ist ein ganz wohlschmeckendes und wohltuendes Lebensmittel, was so ein bisschen nach, sag ich mal, rohen Champignons schmecken könnte. Prinzipiell alles, was wir heute machen, könnt ihr zu Hause super vorbereiten. Den Tempeh könnt ihr am Tag davor machen, gerne auch 2 Tage davor. Ihr könnt sogar den Hefeteig, den ich jetzt mache, könnt ihr gerne am Vorabend machen. Dann ist nur wichtig, dass ihr den Hefeteig kurz knetet, direkt in den Kühlschrank packt und ganz gut abdeckt. Dann kann der über Nacht ganz, ganz langsam aufgehen und ihr könnt ihn am nächsten Tag verarbeiten. Für unseren Hefeteig stand die Hefe jetzt 10 Minuten in dem Gefäß. Wir haben jetzt einfach nur Mehl, wir haben Zucker, wir haben ein bisschen Kokosöl, ganz einfach, weil es gut zu dem Gericht passt und zu dem Nougat später. Ansonsten ist es ein klassischer Hefeteig, das heißt, wir nehmen das Mehl, geben den Zucker dazu, geben dann auch das Fett dazu und wir geben ein bisschen frische Vanille dazu. Die Vanille einfach nur ein bisschen kneten, in Form bringen, der Länge nach einmal durchschneiden und das Mark da reinkratzen. Ganz, ganz wichtig, so eine Vanille kann man bestimmt 10-mal wiederverwenden, weil der Geschmack eigentlich in der Schote liegt. Dann geben wir die Hefemischung dazu.
und zum Schluss unser angerührtes Leinmehl. Und dann, wer auch immer eine Küchenmaschine zu Hause hat, wirft das dann in die Küchenmaschine. Wer es von Hand kneten möchte, macht es mit der Hand. Ich bin gleich fertig mit meinem Hefeteig, dann werden wir anfangen mit den Linsen. Du kannst schon mal mit den Austernpilzen anfangen. Die kommen zu den Linsen dazu. Und Timo zeigt euch, wie man ganz, ganz schnell Austernpilze in Streifen macht. Habe ich vorher gelernt, und zwar, man zupft es einfach. Jetzt muss ich mir nur einen gescheiten suchen. Nichts mit schneiden, sondern man zupft es hier rein. Ist okay? Hast du, Chef? Das ist super. Super? War mal ganz einfach. Das ist mal weg, das ist zu trocken. Kann man so lassen. Wir kümmern uns jetzt um den Hauptgang. Der Hauptgang ist eine Abwandlung von den klassischen schwäbischen sauren Linsen, ein bisschen edler gemacht. Wir haben jetzt hier jede Menge von Timo höchstpersönlich der Zupf der Austernpilze. Die kommen jetzt in eine Pfanne bei mittlerer Hitze. Bitte kein Salz ran. Immer wenn ihr direkt Salz, geht der Wasser raus und der Pilz würde vor sich hin köcheln und nicht braten. Das dauert jetzt ein bisschen Zeit, ich würde so sagen 5 bis 10 Minuten. Da könnt ihr ab und zu rühren. Vom System her kommen dann nachher die Zwiebel dazu. Dann kommt ein bisschen Tomatenmark dazu. Dann kommen die Linsen mit rein. Und danach wird mit Wasser aufgefüllt und das Ganze wird abgedeckt geköchelt. Bitte hier auch nicht salzen und kein Essig dran, sonst dauert das ewig zum Kochen und die Linsen werden gar nie weich. Währenddessen setzen wir das Püree an. Wir haben jetzt einmal von Timo wieder höchstpersönlich geschnittene, exakt geschnittene Kartoffeln. Und ich bereite jetzt das zweite Gemüse zu, wo ich schon vorhin gesagt habe, ich zeige euch, was es ist. Das hier, was so ein bisschen verschrumpelt aussieht, sind weder verschrumpelte Kartoffeln, noch ist es irgendwie Ingwer. Es ist eine Topinambur. Für alle, die das nicht kennen, ganz kurz, Topinambur ist eine Wurzelknolle, wie es zum Beispiel Kartoffeln gibt oder wie es Sellerie gibt oder wie es Süßkartoffeln gibt. Das ist eine ganz, ganz alte Gemüsesorte, die es aber regional schon, eigentlich, seit ich denken kann, gibt, die nur so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Wir werden die jetzt schälen im Sparschäler, etwas dünner schneiden, als die Kartoffeln geschnitten ist, und dann einfach mit beides mit Wasser auffüllen und dann unser Kartoffelpüree damit machen. Unsere Message an euch ist auch so ein bisschen, traut euch an Gemüse, die ihr noch nicht kennt, ja, wie zum Beispiel Schwarzwurzeln oder Pastinaken oder Petersilienwurzeln. Ja. Heutzutage ist es ganz, ganz einfach, irgendwie auf Google, auf YouTube irgendeine Info dazu zu kriegen, aber die meisten trauen sich eben an vieles gar nicht ran, weil sie nicht wissen, was sie damit machen können. Geht mir aber auch so. Und dazu noch einen kleinen Tipp, wenn ihr dann nicht wisst, wie lange man sowas kocht oder was man damit machen kann. Das ist immer ganz einfach, wenn man jetzt, Timo, nimm dir mal von dem Grünkohl so ein ganz, ganz klein bisschen, zupft dir einfach ab und dann beißt du da mal rein und dann guckst du mal, wie lange du das kauen musst. Wenn du das jetzt 20 Minuten kauen musst, dann weißt du, ich müsste das Ewigkeiten kochen. Wenn das aber relativ schnell essbar ist, dann weiß man schon, dass ein Gemüse, was jetzt nicht, bitte eine Stunde kocht. Ja? Der Austernpilz hat jetzt so ein bisschen Farbe bekommen. Gebt da jetzt eine Zwiebel und den Knoblauch dazu. Wann würzt man? Gibt es sowas generell? Nee, es gibt keine Regel. Es kommt immer darauf an, was ich mit dem Gewürz machen möchte. Wenn ich jetzt zum Beispiel Salz oder Zucker hat einen ähnlichen Effekt, das zieht immer so ein bisschen Wasser und Flüssigkeit raus. Okay. Wenn ich jetzt zum Beispiel möchte, dass die Mango ein bisschen Mangosaft rauslässt, dann gebe ich jetzt ein bisschen Zucker dazu, was wir auch gleich machen werden. Wenn ich möchte, dass der Pilz sein Wasser abgibt und nachher trocken wird, dann gebe ich auch Salz dazu. Und wenn ich möchte, dass der Grünkohl nachher im Ofen auch innen würzig ist und nicht nur außen, dann gebe ich das Salz auch am Anfang dazu. Ja? Okay. Das kann man schwer automatisch sagen. Wenn ihr jetzt bei den Austernpilzen eine schöne Farbe habt, die Zwiebel ist ein bisschen angegangen, der Knoblauch ist ein bisschen angegangen, dann kommt Tomatenmark dazu. Und hier ist es schon mal ganz, ganz wichtig, das wird ein bisschen mit angebraten. Weißt du warum? Nee. Eine Tomate hat ja von sich aus relativ viel Säure drin. Und die Säure wird, ja, man sagt, ein bisschen eleganter oder baut sich ab. Jetzt kannst du die Linsen reinwerfen, kannst auch dann langsam das Wasser aufgießen. Alle rein, da sind zwei Lorbeerblätter mit drin, das würzt das Ganze. Genau, das Wasser langsam aufgießen, das ganze Wasser. Das decke ich jetzt ab mit dem Deckel. Das köchelt dann 30 Minuten. Und danach kommt noch so ein bisschen was dazu. Ein bisschen was, das erkläre ich euch gleich, aber es ist prinzipiell Karottenwürfel, ein bisschen Sojasauce, ein bisschen Rübensirup für die Farbe und zum Schluss ein bisschen Schnittlauch und Salz, wir decken das Ganze an. Salz, ganz am Schluss. Kurz bevor es fertig ist. Alles klar. Timo, was machst du da? Grünkohl vorbereiten. Ein bisschen Olivenöl drüber. Nachgefühl. Für alles die richtige Antwort. Dann eine Prise, hat mir mein Chef gesagt, vom Chili-Pulver. Gibst du mir nochmal das Salz bitte? Gerne. Hier hast du das Salz. Hier hast du das gemacht, so? Ja. Okay, alles klar.
Und jetzt darf ich es kneten. Du musst gar nicht arg kneten, es geht nur ums gut vermengen. Okay. In der Vorspeise machen wir eine Maispolenta. Ich schneide jetzt einfach die Kerne von dem Mais runter. Indem ihr den Maiskolben nehmt. Der hat so Kerne, die ungefähr so hoch sind. Und dann schneidet man jetzt ringsrum. Merkt ihr relativ schnell, wo der Widerstand kommt. Einfach die Kerne ab. Wir werden jetzt anfangen mit dem Maispüree. Und zwar, wie machen wir das? Abgießen und genau. Wir fangen das vor auf, so wie genau. Du gesagt Warum? Hast. Warum? Weil wir nachher ein bisschen was wieder dazugeben zum Pürieren und es ist ja schade um den guten Geschmack, der da drin steckt. Zu dem Mais kommen unsere Gewürze. Salz, Paprika, Kurkuma, was haben wir noch? Hefeflocken. Hefeflocken? Warum Hefeflocken, Christian? Weil das so ein bisschen natürliche Würze ist. Hefeflocken gibt es aus verschiedener Basis. Ist inaktivierte Hefe, wie man die vom Backen kennt, aber die ist durch Hitze zerstört. Und die schmeckt so wie, ja, kann man blöderweise sagen, wie gekannte Brühe. Einfach nur würzig. Okay. Und dann noch Kokosöl. Genau. Ja, und jetzt? Dann gibt es auf den Herd einmal aufköcheln. Eine Prise Salz kannst du gleich noch dazu machen. Alles klar, das fehlt noch ein bisschen. Kartoffeln sind auch fertig. Ich gieße die mal ab, ja? Die Kartoffeln, ein Löffel am Start. Normaler Löffel? Genau. Und dann darfst du. Ach so, okay. Ich muss du bist der Sportler von uns beiden. Ja, genau. Ich glaube, du hast mehr Bizeps mittlerweile als ich. Einmal pressen, mehrmals pressen? Einmal ist okay. Einmal reicht? Ja. Ja. Was ist, wenn jemand keine Presse daheim hat? Was macht er dann? Dann nimmt er einen Stampfer. Wenn er keinen Stampfer hat, dann nimmt er eine Gabel. Und wenn er keine Gabel zu Hause hat, dann wartet er, bis die Kartoffeln kalt sind und nimmt die Hände. Ja? Okay. Was machen wir denn zu den Kartoffeln nachher dazu? Also was kommt da noch rein? Pflanzenmilch und Margarine. Genau, und ein bisschen Salz und frischen Muskat. Währenddessen habe ich die Milch warm gemacht. Da könnt ihr nehmen, was auch immer ihr jetzt gerade möchtet. Und was geschmacklich dazu passt. Ich mache jetzt ein bisschen frisch geriebenen Muskat dazu. Du kannst dich mit dem Kochlöffel bewaffnen. Ich gebe dir langsam die Masse rein. Und je nachdem, wie ich mit dem Kochlöffel umgehe. Nee, wie cremig man das haben möchte, kann man mehr oder weniger Flüssigkeit reinmachen. Wir machen weiter mit dem phänomenalen Hefeteig. Dann nimm mal einen Finger und drück da rein. Geht die Blase schnell wieder zurück oder das Loch? Nicht unbedingt. Genau, dann ist er fertig. Okay. Ja, das heißt, wenn du jetzt so noch Widerstand hast, dass es ganz schnell wieder zurückgeht, dann braucht er noch so ein bisschen. Aber jetzt ist er gerade perfekt. Das Allerwichtigste wird sein, ihr könnt jetzt entweder ein backfähiges Nougat nehmen oder wir haben jetzt eine Nougat-Creme genommen. Die war im Kühlschrank, damit sie ein bisschen fester ist. Ganz, ganz wichtig ist, dass man das jetzt erstmal probiert. Die könnte nämlich abgelaufen sein oder gar nicht dazu passen, geschmacklich. Aber es hat geklackst. Hammer. Gell? Schon gut. Also, falls das Dessert nichts wird, hat man immer noch die Möglichkeit, eine Nougat-Creme zu essen. Bei den Wuchteln braucht ihr jetzt irgendwie gar kein Wellholz oder so, um das auszurollen. Der Teig sollte so wenig wie möglich bearbeitet werden. Das ist ein ganz softer Hefeteig, ganz, ganz fettig und saftig und der wird jetzt einfach nur so ein bisschen platt gedrückt. Danach nehmen wir einen Ausstecher und stechen da Ringe aus. Da könnt ihr ein Plätzchen, Ausstecher nehmen oder sonst was. Ein Kreis ausgestochen. Drücken wir ein bisschen platt. Dann kommt die Geheimwaffe. Kommt dann in die Mitte rein, solange sie noch kalt ist. Und dann machen wir das Ganze dazu. Wichtig ist, dass man ein bisschen auf die Finger achtet, dass man jetzt nicht nur überall hat. Genau. Und zweitens ist wichtig, die geschlossene Fläche, also da, wo man das zusammenzwirbelt, dann geht nach unten. Jetzt wird die Buchteln noch verfeinert mit? Mit ein bisschen der Milch, was wir drin hatten, je nachdem, was ihr da drauf machen wollt. Einfach drüber gießen oder einpinseln? Einpinseln, einfach nur für den Glanz. Das gibt dann nachher oben eine schöne Bräunung und einen schönen Glanz. Dann dürfen die eine halbe Stunde noch gehen. Und wir haben die jetzt relativ eng gelegt, damit die in die Höhe gehen und nicht in die Breite gehen. Ja? Man könnte da auch halb so viele reinmachen, dann hat man nachher aber so ein Fladen, was man ja nicht haben möchte. Und schön wird das nachher, wenn das frisch gegessen wird. Es gibt dann ein bisschen Mango dazu. Und wie gesagt, ein selbst gekauftes Eis. Kokoseis habe ich gemacht. Die Linsen sind jetzt gar. Da kommt jetzt unsere Mixtur dazu. Da waren Karotten drin, da war Sojasauce drin, da war Rübensirup drin, genau. Und da war Balsamico drin. Und wir haben noch Salz reingemacht, das haben wir vorher nicht gezeigt. Das geben wir jetzt da rein. Darf noch eine Minute mitkochen. Du siehst gleich, wie sich das dann die Farbe verändert. Es gibt so ein dunkleres Braun. Und das Einzige, was dann noch dazu kommt,
Das hier ist eine Maisstärke. Da kommt jetzt, da machst du ein bisschen kalt Wasser dazu. Und nur so viel, bis du es glatt rühren kannst. Ja? Das heißt nicht erstmal ein, zwei Esslöffel, aber wichtig ist, dass es kalt ist. Mehr? Ja, ne? So, bis es ganz, ganz glatt rührt. Ja, da brauchst du schon noch doppelt so viel. Das geht schon, das löst sich relativ schnell auf. Hast du schon mal Maisstärke zum Andicken verwendet? Nee. Es ist wichtig, dass die Flüssigkeit, die wir jetzt haben, gleich kocht. Dann gibt man die Maisstärke erstmal ein bisschen was dazu, weil man immer nicht weiß, wie viel man braucht. Also die Hälfte davon, von dem, was wir angerührt haben. Genau, warte mal kurz. Und da muss es mindestens eine Minute kochen. Damit du was siehst? A, damit es andickt und B, damit dieser stärke Mehlgeschmack rausgeht. Mhm. Wir machen jetzt deinen Grünkohl in den Ofen. Darf ich jetzt eigentlich mal einen Grünkohl in den Ofen tun? Ich drehe mal zwei Grad. Jetzt kommt endlich der Grünkohl in den Ofen. Wie lange lässt du den jetzt im Ofen? 10, 15 Minuten. Aber wo siehst du denn, wie der werden soll? Oder wie sollte der werden? Knackig, knusprig, aber nicht zu sehr. Ja? Aber das kann doch auch jeder selber entscheiden, ne? Wer möchte, dass er so ein bisschen labberig wird, lässt den so da drin, bis er labberig wird. Und wer den ganz kross haben will, also wenn man den 20 Minuten drin lässt, dann hat man quasi Chips, was auch ganz cool ist. Und wenn man den kürzer drin lässt, hat man so einen... Du weißt ja, ich bin gern fürs Nittelmaß. Was machen wir mit dem Tempeh? Jetzt kross anbraten? Wir braten den jetzt. In seiner Marinade wird er gebraten, einmal gewendet und dann geht er noch für 5 Minuten in den Ofen. Warum nochmal in den Ofen? Muss das sein? Das ist dann mehr crunchig, mehr... Ja? Ja. Kriegt so noch bessere Röstaromen. Weißt du das? Du darfst die Pfanne ruhig voll machen. Ja? Auch oben, unten, wenn du das... Guck mal, wann wie viel du auf einmal braten kannst. Ist so wie Würstelbraten, weißt du? Wenn man zu viele drauf macht, dann verbrennen die. So, wollen wir mal gucken, wie der Grünkohl so wird. Ja. Krass, oder? Für dich war es gut, nicht gut? Ich glaube, reicht, oder? Noch ein bisschen mehr? Perfekt. Aber die anderen sind noch so labberig, oder? Das macht nichts. Heißt, eine Minute und dann ist der fertig. Maximal. Ja, und wir richten jetzt unsere Maispolenta mit Grünkohl, ein bisschen Rauchmandeln und Granatapfelkernen an. Immer noch zu hell oder geht? Ein klein bisschen mehr. Bisschen mehr? Da kommt jetzt noch so ein bisschen Dattels hier oben drauf. Und dann hat man, denke ich, eine ganz, ganz tolle Vorspeise für Weihnachten, oder? So, Timo, auf geht's zum Hauptgang. Mit vollem Mund sprichst du. Deswegen sprichst du nicht und ich spreche. Genau. Wir haben hier unser tolles Püree, langsam wieder warm gerührt. Unsere Linsen, siehst du, wie die glänzen, ganz, ganz toll. Gemüse drin, frische Kräuter drin und hier die leichte Topinambo-Note. Das und den schönen Tempe. Ich glaube, besser kann man an Weihnachten nicht essen. Schau mal unseren Tempeh raus, ja? Gerne. Haben wir einen extrem guten Hauptgang fürs Weihnachtsmenü. Selbst mit mir, oder? Selbst mit mir haben wir es hingekriegt. Obwohl Timo dabei war. Ja, genau. Das ist doch schon mal was fürs Auge, oder? Das ist doch jetzt was, wo man an Weihnachten sagt, da habe ich Bock drauf. Ja? Der grüne Abschluss ist ja immer das Dessert. So sieht schon mal richtig gut aus. Genau, das könnte man jetzt so servieren oder man macht es auf dem Teller. Wir haben gerade schon reingeguckt, ob das Nougat noch so ein bisschen flüssig ist. Und genau das haben wir geschafft. Kleiner Tipp von mir, ihr könnt da alles reinmachen. Ihr könnt da gerne eine Praline reinmachen, ihr könnt da gerne eure Lieblingsschokolade mitten reinmachen.
Ihr könnt da gerne ein pflanzliches Snickers drin verstecken. Oh. Oder eine Dattel einfach, ja? Ich habe jetzt Mango genommen. Ganz ehrlich gesagt, das ist tiefgefrorene Mango, was gar nicht schlimm ist, weil die echt gut ist. Das ist gut. Haben ein bisschen Minze rangemacht, ein bisschen Agavensirup, und die Vanille mit reingelegt. Und jetzt einfach so ein bisschen auf den Teller. Ihr könnt da jegliches Obst nehmen, worauf ihr Lust habt. Ich pick da jetzt die ein oder andere schöne Buchtel raus. Dann haben wir noch selbstgemachtes, gekauftes. Also. Selbstgemachtes, gekauftes. Guck mal das an, wie fluffig das ist. Seht ihr das? Ja? Das ist mal. Das ist einfach nur wow. Das ist porös. Wow. Das ist nicht wow, das ist why. Nee. Würdest du Puderzucker machen? Jetzt da drüber? Jetzt Puderzucker. Genau so. Ja, so ein bisschen auf dem Teller, ja? Und wir machen da jetzt so ein Eis oben drauf. Legen da eine Minze ran. Und liebe Leute, wenn ihr nicht sagt, das ist Weihnachten. Ohne Tier. Und schmeckt mega. Und du wirst es an Weihnachten nachkochen, oder? Bisschen Input. Nee, ich nehme es mir dann so mit. Ich friere es jetzt ein. Und nehme es so für meine Familie auch zu Hause mit. Die Hauptsache, zwei Dinge. Das erste ist, bereitet an Weihnachten Dinge zu, die ihr gut vorbereiten könnt. Und wirklich Dinge, auf die ihr Lust habt. Nicht, weil man sagt, an Weihnachten isst man das und das. An Weihnachten einfach das, wenn ich Lust auf Pizza habe, dann esse ich Pizza an Weihnachten. Ja? Das ist die erste Sache. Und die zweite Sache ist, abonniert Y Stuttgart. Ja, so ist es. Folgt uns, wir sind bald am Start. In Stuttgart wird was Cooles und ja, was Pflanzliches entstehen. Wir freuen uns drauf. Bis demnächst. Ciao. Ciao.